Die Mauern von Paris hielten dem englischen Ansturm stand. Der englische König Edward und der schwarze Prinz brachen die Belagerung ab. Sie marschierten stattdessen nach Chartres, um ihr Glück mit einem weniger eindrucksvollen Ziel zu versuchen. Doch bevor sie den Angriff wagen konnten, wurde die Armee von einem schrecklichen Sturm getroffen. Der 1000 englische Soldaten durch Hagel und eisige Winde tötete. Katastrophe des schwarzen Montags erschien Edward als göttliche Vergeltung und als Zeichen dafür, dass es Zeit war, den Krieg zu beenden und mit Frankreichs König Johann Frieden zu schließen. Doch selbst nachdem die Könige den Frieden besiegelt hatten, durchlebte das Volk Frankreichs noch Blutvergießen und Aufruhr. Zwischen 1358 und 1370 versank Frankreich im Chaos. Bauernaufstände, marodierende Söldnerbanden und Bürgerkriege verwüsteten das Land. Bauern erhoben sich, töteten ihre Herrscher und richteten verheerende Schäden an. Söldnerbanden durchstreiften das Land. Die sogenannten Brabanzonen wurden ursprünglich von den Engländern gegen die Franzosen angeheuert, mit dem Friedensschluss jedoch fallen gelassen. Systematisch plünderten und brandschatzten sie Siedlungen in Frankreich. Und da König Johann in England gefangen war, sah sich sein Sohn Karl der Dauphin von mächtigen französischen Adligen bedroht. So in die Enge getrieben, mussten die Streitkräfte des Dauphins die Kontrolle über ihr eigenes Land zurückgewinnen. Ja, damit willkommen zurück zu einer neuen Episode Frankreich im Chaos. Paris haben wir verteidigt und jetzt Kämpfer gegen das eigene Volk. Ich hoffe, diese Episode wird ein bisschen ruhiger. Die tue ich auch nicht nachvertun. Ich spiele jetzt gerade im ersten Durchlauf. Hoffentlich funktioniert das. 1364. Bauen Sie stets Ihre Streitkräfte weiter auf, auch wenn Sie mit vielen Einheiten beginnen. Ja, das ist immer eine gute Idee. Vor allem in der Kampagne. Kürzlich gekrönte König Frankreichs, Karl V., entsandte seine Armee in das von Franzosen gehaltene Dorf Évreux, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Okay. Von dort aus sollte die Armee gegen drei schwerwiegende Bedrohungen ausrücken. Hier. Marodierende Söldnerbanden, die das Land plagen. Eine Bauernrevolte und die Angriffe eines Rivalen auf die französische Krone, Karl von Navarra. Warum brennt hier? Oh Scheiße, irgendwas ist jetzt. Die französische Armee begann mit der Rückeroberung der von Aufständischen beherrschten Dörfer Cocherel, Jouy und Croissy. Ihr geht schon mal hier raus. So ist offen. Was haben wir hier? Speer. Die will ich mal da oben haben. Kommst auch mal hier hin. Du darfst hier mal Felder bauen. Du darfst ernten. Hier ist Holz. Na, da unten auch. Okay. Ernten. Löschen bitte. Ernten. Ah, das ist mal drin. Dann werden wir erstmal hier Dorfbewohner machen. Du wirst repariert. Ihr trefft euch da draußen. Schon mal Einheiten produzieren. Schau mal, dass wir die Wirtschaft erstmal zum Laufen kriegen. Sehr gut. Folgt die Idee. Haben wir schon mal Schafe? Das gefällt mir.
Löschen. Ah, nicht genügend Holz. Ah, shit. Ah, mach's mal Holz, bitte. Du gehst mal auf das Schaf. Während die französische Armee sich damit mühte, die Landstriche wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, fiel eine Bande englischer Brabantzonen über sie her. Diese Söldner hatten sich von der englischen Armee gelöst und plünderten nun zu ihrem eigenen Verdienst das Umland. Okay, sehr gut, dass ich das hier platziert habe. Also, dann haben wir hier irgendwo ein Lager. Gut. Kannst du das jetzt mal reparieren hier, bitte? Die französischen Streitkräfte wehrten den Angriff der Brabantzonen ab, doch noch immer zogen viele ihresgleichen auf der Suche nach Proviant und Reichtümern durch das Umland. Die Brabantzonen verlangten eine Zahlung der Franzosen, wenn sie ihre grausamen Raubzüge unterlassen sollten. Tja, sicher nicht. Ist ja sonst du Mensch. So, ihr könnt mal das Schaf hier noch holen. Die bleibt mal alle da. Bleibt's da! So, da, Schaf. Okay, mehr Dorfbewohner und mehr Einheiten. Machen wir vor allem Holz. Und dann werden wir hier die Kasernen ausbauen. Da, reparier! Ah, wir brauchen Gold und wir haben ja auch keine Goldader hier erstmal. Das Schaf bringt es mal wieder hier hin. Ich hätte es gern wieder zu, wenn es geht. Holz. Du auch Holz. Komm, bleib da. Okay, wenn wir hier die Verteidigung bauen, ich hoffe, von hier kommt der große Angriff. Und die zwei Sachen müssen wir erobern. Ja, ich will aber zuerst hier die Banditen ausräuchern. Ich glaube, die werden mich am meisten nerven. Ein Tor bitte. Der macht nichts. Wir können aufs Feld gehen, dann brauchen wir noch 100 Holz. Also dann machst du erstmal Holz. Ah, da brauchen wir Gold. Ja, natürlich wieder die nächsten. War ja klar. Gut, du gehst bitte auf die Nahrung. Upgrade. Hier, Nahrung. Dann brauchen wir noch einen, der Holz macht. Mit euch werde ich mal erkunden in die Richtung. Holz, Holz, Holz. Wir brauchen mehr Holz. Wollt ihr löschen? Nein, bitte nicht. Habt ihr schon was gefunden? Oh, da ist eine Schatzkiste, aber mit Wölfen. Das ist schlecht. Vielleicht finden wir noch ein paar Schafe. Gott sei Dank kosten uns die Einheiten kein Gold. Auch nicht. Ah, keine Schafe. Und wir müssen noch Häuser bauen. Das ist zu wenig, was wir aktuell haben von der Kapazität her. Was, 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 was? Oh, heilige Stätte. Ja, hier kommt es wieder zurück. Dann geht's mal in die Richtung.
So, und ich hätte jetzt hier gerne noch Häuser. Erstmal geht hier noch eins hin. Ja. Dann haben wir das hier erstmal voll. Bitte in einer Formation. Ja, keine Ahnung mehr. 140 Gold für die Hortikultur. Die hat leider nichts mit Gold. Was? Hier? Wo? Oh, scheiße. Und jetzt sind uns vorbeigeschlichen, die. Nein. Schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie. Fuck. So ein Arsch. Okay. Hier bitte. Ich brauche einen freien Bauern dichter. Du darfst das hier wieder dicht machen. Und. Ja, okay, das Tor konnte ich noch nicht platzieren. So. Ihr Feldarbeiten. Und Feldarbeiten. Dann wäre das hier schon mal voll. Einheiten. Ja, die Abstände sind nicht gerade groß da. Ah, der Speer, da kann eigentlich hier wieder rein. Den brauche ich nicht. Und hier geht's mal da nach vorne. Ja, wir brauchen mehr Holz. Zweite Kaserne. Um 150 für die Bogenschießer. Ne? Da hätte es noch Gold da oben. Du bist fertig. Du kannst hier wieder ein Tor bauen. Was, 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 was? Oh. Alter, der nervt der Typ. Ja, ist wenigstens low quality von den Truppen her. Zwei, die nichts tun. Holz bitte. Wo ist der andere? Ach da. Du baust mir ja noch sowas. Du kommst hier hin. Ausbilden. Und du auch hier hin. Sehr gut, sehr gut. Ja, Gold ist halt echt ein Problem. Sollen wir noch eine zweite Farm bauen? Also blöd wäre es ja nicht, ne? Du machst erstmal Holz und wir haben keinen Marktplatz. Das ist halt auch noch dezent dämlich. Gut, hier noch zwei nach da vorne und dann schauen wir mal, was der Gegner so an Truppen hat. Gut, ein bisschen nach vorne. Oh, Wölfe. Das heißt, da gibt's wieder was. Gold! Nice!
Allein schon deswegen hat es sich mal gelohnt. Dann können wir hier gerade das Truppen-Upgrade... Nein, können wir noch nicht machen. Schade. Aber hier die Hochkultur. Fast genauso wichtig. So, und hier kommt es gerade schon mal mit. Und hoffe, dass die nicht in die Flanke gehen. Irgendwo von da. Aber der Speer sollte das eigentlich sehen können. Okay, wunderbar. Häuser werden... Ah, die nehmen wir auch noch mit. Lieber zu viel als zu wenig. Hochgehen können wir auch. Schmiede. Ja, bitte. Für Upgrades. Upgrades können echt noch einen Unterschied machen in der Schlacht. So, ihr seid fertig. Überlebenstechniken bei der Jagd brauchen wir ja nicht. Nur mit. Ah, ich hätte lieber mehr von euch da. Der ist fertig. Bei welchem Feld habe ich dich jetzt weggezogen? Ich glaube dem hier. Das hat alles Gold. Okay, mit dem glaube ich probieren wir es mal. Ich werde da gerade mal speichern. 1000 Gold, ey. Vor allem, wir wissen die Zahlen, wenn du hier gar kein Goldabbau-Ding hast. Ist einfach nur logisch, dass du die fertig machst. Muss mal ganz kurz räuspern. So, dann bin ich wieder. Langsam nach vorne. Ah, und da sind sie ja schon. Auf die Truppen. Die Franzosen entdeckten das verborgene Lager der Brabanzonen und würden den Raubzügen der Engländer ein Ende setzen können. Dazu mussten sie das Lager allerdings noch zerstören. Ich glaube, ich mache nur meinen Rückzug, ja? Aber er hat Gold. Ja, Rückzug. Hätte doch mehr braucht. Kommen die mit? Nee, Gott sei Dank nicht. Dann verliere ich meine Bogenschützen nicht. Die haben nämlich da keine Chance gegen die Briterin. Ja, das ist ein Wartespiel. Vor allem die Nahrung bräuchte man jetzt. Machen wir mal 4. 2, 3, 4. Wollen hier nochmal eine zweite Mühle basteln? So, hier kommt schon mal nach da vorne. Bogenschützen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Wir haben ja jetzt 47. So, du baust mir. Wo ist es denn? Hier hin. Mehr von euch, bitte. Du baust ein Feld. Parates, Servientes. 23 von den Speerkämpfern.
Du warst auch ein Feld, bitte. Nee, du baust hier ein Feld. Und du auch da. Ist schon mal schneller gehen. Oh, kein Musik mehr. Ja, das war ja so klar. Okay, wir gehen mal wieder mal nach vorne. Hier kommt es auch gerade mit. Ich muss einfach schneller werden. Dritte Kaserne. Ja, ich glaube, das mache ich. Dorfbewohner noch und dann brauchen wir noch Gebäude. Du baust mir hier noch eine Kaserne hin. Du, Treffpunkt auch da. Du gehst auf das Feld. Holz ist eigentlich bis jetzt ganz okay. Aber wir machen es gerade nochmal. So, ein Feld hier wieder. Gut, bitte auch produzieren. Und da sind wir eh schon am Cap dann. Cool, bin ich zufrieden. Jetzt eigentlich alle ein bisschen weiter nach vorne gehen. Und dann werden wir die anderen zwei Dörfer mal einnehmen. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber es ist ja der Kaiser, sind Bauern und so. Ich hoffe echt, das reicht jetzt. Angriffsmarsch. Ja, das sieht schon besser aus. Komm, Bogenschützen, tut's reinbrezeln. Ja, könnte knapp werden. Bogenschützen haben es gerettet. Nice. Dann nerven wir uns jetzt mal nicht mehr. 600 Gold. Nice. Oh, was soll denn kaputt machen? Kommen sonst neue Einheiten. Ist schon fleißig wieder am Spawnen hier. Oh, das hat hier so keine Chance mehr. Na komm, bleib da. So, und der Turm noch und dann ist das hier gewesen. Währenddessen Einheiten produzieren, bitte.
Vor allem von dem hier. Oh, da ist ein Goldvorkommen. Nice. Okay, ich muss die kleine Jano kaputt machen. Und dann schickt mir hier gerade ein paar Dorfbewohner hoch. Perfekt. Nach der Zerstörung des Brabanzonenlagers mussten sich die Franzosen nicht länger mit den Söldnerangriffen herumschlagen. So, und jetzt kommt sie alle dahin, nachdem wir in die Richtung müssten. Und ihr kommt auch mal hier hin. So, Dorfbewohner. Dann hätte ich gerne mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 fürs Gold. Upgrades. Erhöht den Nahkampf aller Einheiten mit Ausnahme der Belagerungseinheiten. Ja, bitte. Belagerungswaffen brauche ich mal keine. Ah, ich brauche Ritterzeit für das. Und da auch. So, mein Junge, du kommst hier hin. Einmal Bergarbeiterlager dahin pflanzen. Ich hoffe, die werden nicht von irgendjemandem fertig gemacht. Ah, da oben hat sie noch Gold. Ja, das holen wir uns jetzt noch. Sollte ja auch kein Problem sein. Ein paar Wölfe da. Und einmal Gold. 100, immerhin. Haben oder nicht haben. Du machst da bitte fleißig weiter. Ihr kommt darauf, bitte. Wir sind es noch zwei. Dann habe ich auch keine Kapazität mehr. Wenn wir da gerade mal raufschauen, was wir da oben haben. So, du bitte auch Gold. Ach, 125. Okay, ich meine, dann lassen wir das jetzt erstmal so und schauen wir mal, ob wir das so einnehmen können. Muss vor allem, dass wir Einheiten, das da vorne sind. Angriff. Was ist denn das? Milizsoldat. Okay. Okay, die sind überhaupt gar kein Gegner für uns. Wunderbar. Oh, wir haben Mäuse dazu gekriegt. Sehr gut. Durch die Eroberung des Dorfes Jouy war die Armee der Unterwerfung der Bauern hier einen Schritt näher gekommen. Gut, hätten wir uns seine Fälle sparen können. Alles klar. Dann hätte ich noch gern ein paar mehr Einheiten. Können wir die Pferdetuts bauen? Ja, können wir. Machen wir da mal zwei Pferdetuts. Hier kommst du dahin. Ein paar Einheiten. Schadet nie. Die zentral gelegene Klosterstadt Cochrel entsandte weiterhin Trupps von Aufständischen, um die französische Armee zu schwächen. Ja, da. Ja, solange es nur die Milizsoldaten sind. Okay. Geht's da wohin? Da geht's rüber. Wobei, bleibt mal ihr da stehen. Ein kleiner Trupp von euch. Bleibt mal, also wenn hier die Stadt ist, bleibt sie mal da. So zur Sicherheit.
Ja, ich glaube, ich würde gerne schwere Rüstung, stark im Nahkampf, Konter, Speerkämpfer und Armbrustschützen. Ich hätte gerne ein paar Königliche, solange ich das Geld habe. Ja, da geht's wirklich weiter. So, ja, auch Königliche bitte. Das Dorf Croissy war reich an Goldvorkommen, was die Rückeroberung für die Franzosen unentbehrlich machte. Oh, okay, das heißt, wir haben... Ja, da haben wir noch ein Vorkommen. Alles klar. Dann, Angriffsmarsch hier rein. Ihr seid schon mal da. Sehr gut. Hier kommt es einmal zu denen. Ja, sind aber wieder die Milizsoldaten. Kein Hindernis. Die lege ich mal auf die 1 hier. Wunderbar. Und die gehen da oben abbauen. Die Armee bezwang die Rebellen von Croissy und nahm das goldreiche Dorf in ihren Besitz. Die zentral gelegene Klosterstadt Cocherel befand sich noch immer unter der Kontrolle der aufständischen Bauern. Die französische Armee würde es einnehmen müssen, bevor sie zum Angriff gegen Karl von Navarra übergehen konnte. Ja, kein Stress. Das mit den Ritter dauert recht lange. Machen wir noch einen dritten hier. Ich hab's gewusst. Aber sind auch wieder Milizsoldaten. Okay, dann machen wir das alles zu einer Einheit. Die 108. Stellt euch mal so hin. Wenn ich ein paar mehr Reiter habe, werden wir die Stadt mal angreifen. Oben ist alles cool. Ja, also ein kleines Vorkommen mit 4000. Die können wir nicht machen. Du gehst hier wieder zum Feld. Ach da, königlich. Kein Gold mehr. Nein, lass das mal ganz kurz anders machen, dass es überall gleich viel ist. Ups, das wollte ich nicht. Dass jeder gleich viel ausgelastet ist. Sehr gut. Yeah, kommt's mal hier. Es sieht jetzt nicht gerade schwer aus zum Einnehmen, nachdem das alles unsere Holzpalisaden sind. Ich glaube, das reicht. Ja. Ja, zur Sicherheit nochmal speichern. Yes. Ja. Hier oben ist ja keiner mehr von uns. Da hätte man noch Steine. Machen wir aber nicht. Komm, ihr drei kommt jetzt noch mit und dann probieren wir es. Man hat ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass ich da gerne mal zu wenig Truppen gehabt habe. Und die falsche Strategie. 157. Einfach fleißig da. Der Ritter machen, bitte. Ja, noch ein paar von denen hier. Ein paar von denen. Boah, ist ja niedlich. Das ist ein Selbstmordkommando von ihm. Gut. Angriff. Ohne heilige Stätte. Die werden wir uns gerade mal holen.
So ganz habe ich den Sinn von den heiligen Städten noch nicht rausgefunden. Aber ich glaube, sie produzieren Geld. Okay, Angriffsmarsch hier rein, bitte. Mal schauen, ob sie jetzt schon rauskommen. Was natürlich ein Fehler wäre für sie. Ein paar Bogenschützen. Und Angriff. Ja, sind auch noch die Milizsoldaten. Okay. Okay, so viele Einheiten hätten wir wirklich nicht gebraucht. Hat's noch was? Ja, da. Hat sogar eine Kathedrale hier. Das ist eine Kirche. Also, egal, das ist eine Kathedrale. Cool, dann hätten wir das hier auch. Die französische Armee hatte die aufständischen Dörfer erobert und die Bauernrevolte zerschlagen. Nochmal die 1 neu kopieren. Alles klärchen. Doch um die Kontrolle über die Region aufrechtzuerhalten, mussten sie ihr Machtzentrum schützen, das Kloster von Cochrel. Das ist Kloster. Oh, cool. Wir haben 2 Heiler. Ich kann gerade schon mal da reinkommen. Von Navarras Armee ein befestigtes Lager errichtet. Auch der König von Navarra selbst versuchte, sich zum Herrscher über Frankreich aufzuschwingen. Durch die Zerschlagung der frisch eingetroffenen königlichen Truppen beabsichtigte er, seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Okay, upgraden. Ist nur wichtig. Jetzt gehen wir auf die maximale Einheitenanzahl. So. Hier kommt das Match, beziehungsweise das Heerslager. Okay. Das ist irgendwo da oben. Und dann vermute mal, dass wir da drüber. Alles klärchen. Dann tun wir gerade nochmal speichern. Yes. Schauen wir mal mit Heilung aus. Okay. Ja dann, kommt's mal hierher. Währenddessen der Nachschub bleibt mal hier drin. Nur für den Fall der Fälle. Könnte ich gerade bei all denen hier sagen, die sollen gerade hier reinkommen. Und auch hier da. Komm jetzt. Sehr gut. Hier kommen jetzt alle hier rein. Schickt man die jetzt an oder auf? Bin immer gespannt, was das für ein Heer da oben sein soll. Schön langsam vorstoßen. Habe ich hier... Oh, hier sind ja auch noch welche. Oh, ihr kommt da bitte auch in die Mitte. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Alle wieder retour da. Angriff von der Flanke. Gut, der Turm ist mal egal. Greift's mal an hier. Ich will jetzt ganz bewusst noch nicht losschicken. Noch ein paar Bogenschützen dazu haben. Okay, Angriff. Jetzt haben wir auch schon das Limit. Ja, macht sie fertig.
natürlich die falschen Einheiten. Naja, geht. Okay. Jetzt kommt es hier nochmal hier hin. Ihr bleibt da. Ich will mal so ein bisschen auf Geschwindigkeit spielen. Ihr zwei Mönche. Ich möchte euch alle zwei. Ein Mönch lassen wir mal da. Oh, ihr drei, ihr bleibt bitte da. So einer Dorfbewohner mitgenommen, aus Versehen. Ihr bleibt auch da, okay. Das kann es eigentlich nicht mehr so weit sein. Na, wo ist die Armee? Halt, zurück. War damit klar. Na, scheiße, ich brauche mehr Einheiten. Hier kommt's mal retour. Das war jetzt beschissen. Fuck. So, dann gehen wir mit euch mal weiter. Fuck, 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 fuck. Nein. So, du darfst es gerade mal reparieren. Okay, die Hälfte von euch geht da wieder rauf. Ihr bleibt da. Und wir brauchen hier wieder eine Wand. Das war jetzt einfach nur dumm. Oh, was? Okay, wir sind also in der Nähe. Formation. Haben wir hier unten noch Truppen? Nee, ne. Hätte noch gerne ein paar von euch. Produzieren lassen. Ihr macht's nichts mehr. Dann macht sie da mal Holz. Gut, weiter geht's. Ah, ich werde das hier nochmal speichern. Yes. Als die Franzosen den Hügel erklommen, entdeckten sie das Lager Karls von Navarra. Sturmangriff. Seine Front hatte einen Höhenvorteil und bestand ausschließlich aus Bogenschützen. Die Franzosen würden sich genau überlegen müssen, wie sie sich der Festung nähern. Okay. Ich glaube, das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Vor allem mit unseren Rittern. Ah, ich hätte, glaube ich, mehr Berittene gebraucht. Ah, ich glaube, das schaffen wir.
Aber gerade noch so. Sehr gut. Oh, was ist mit denen da hinten? Schade. Die Franzosen hatten Karl von Navarra zurückgedrängt, die Revolte aufgehalten und die Überfälle der Söldner beendet. Im Kampf um die Kontrolle über das französische Territorium hielt der König nach wie vor an der Macht fest. Okay, das war jetzt nicht allzu schwer. Aber das war ein bisschen der doofe Fehler, dass ich unten keine Truppen habe lassen und dass er von links kommen ist. Aber ja, hab's dann gerade noch hingekriegt. Okay, ich glaube, da gibt's wieder Zusatzvideos. Schauen wir doch mal rein. Ein Streitross ist kein gewöhnliches Pferd. Im Gefecht war es der Kampfgenosse des Ritters. Von Natur aus sind Pferde Fluchttiere, doch das Streitross musste zum Raubtier werden. Es musste aggressiv und furchtlos sein, in die feindlichen Linien galoppieren und alles niedertrampeln. Für diesen Zweck wurden Streitrösser speziell gezüchtet und so für den Kampf ausgebildet, dass sie auf Kommando ausschlugen. Das machte Streitrösser zu überaus teuren Statussymbolen. Warhorses were incredibly strong and powerful, but they were also vulnerable. This is a really big target, and it's much easier to shoot a horse than it is to hit its rider. So just as men wore armor, horses wore armor too. Ein Ritter ritt auf dem Weg in die Schlacht nicht auf seinem Streitross. Dafür war es zu wertvoll. Stattdessen wurde es von seinem Gefolge geführt. Auf einen Feldzug nahm ein Ritter mehrere Streitrösser mit, denn während einer Schlacht musste er mehrfach auf ein frisches Pferd wechseln. Sobald sie kampfbereit waren, bildeten Ritter, Pferd und Bewaffnung ein höchst effektives System. The heavy cavalry lance had a small ring called a graper, and this locks into my arm, forming a hard linkage, so the lance can't shoot backwards on impact. Der Kriegssattel war ebenfalls wichtig. Mit dem hohen Rücken wurde der Ritter auf dem Pferd gehalten. This means with the graper and the saddle, horse, man and weapon are all locked together to create one giant horse-powered projectile. Schwere Kavallerie hatte vor allem die Aufgabe, geradewegs auf den Feind zuzustürmen und seine Reihen zu durchbrechen. Der Sturmangriff traf seine Feinde mit schrecklicher Kraft. Dafür wurden außergewöhnlich furchtlose und starke Pferde benötigt. Okay. Mal wieder was gelernt und vor allem wusste ich nicht, dass die mehrere Pferde da mitgenommen haben. Aber macht ja auch irgendwo Sinn, wenn es ja, wenn du halt immer was Frisches brauchst. Und sieht schön aus mit der Rüstung. Das zweite, glaube ich, haben wir schon gesehen. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, das ist das eine Video. Okay, cool war's. Also dann, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da und ein Like und dann bis zur nächsten Episode. Tschüss.